Ja, hallihallo und wieder willkommen zurück hier zu Assassin's Creed Brotherhood mit mir, dem Punkt. Ah, wir waren ein bisschen zu schwer und sind leider beim letzten Mal hier durch die Decke gekracht. Mann, Mann, Mann. Nicht nur Desmond ist fett geworden, ich glaube Ezio hat auch ein bisschen zugenommen. Das können wir natürlich nicht gutheißen. Wir müssen jetzt erstmal gucken. Und wo ging es hier nochmal weiter? Wir müssen da irgendwie über das Tor kommen. Da sieht man schon da links. So, da muss man sich von da hinten irgendwie langhangeln. Von da, 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 da gibt es überall Sachen, wo man sich langhangeln kann. Und ich muss jetzt erstmal gucken, wo man hier überhaupt erstmal hochkommt. Das sieht ganz aus, als wäre das hier rechts. So, dass man sich hier irgendwo anfängt hochzuhangeln. Ich wollte da eben gerade nicht die Borgia-Flagge einsammeln, weil, wie gesagt, ich sammle keine Flaggen oder Federn ein. Deswegen benutzen wir jetzt diese Seite hier. Zack, zack. Und wir hatten ja immer auch noch im Pausebildschirm gesehen, dass wir noch 5 Minuten 39 hatten. Jetzt sind es eigentlich nur noch 4 Minuten 50 ungefähr. So, RT halten und rüberspringen. Glück gehabt, wir haben es geschafft. Aber eigentlich ist dieses erste Lupus-Versteck noch nicht besonders groß. Das sollte man locker schaffen. In der Zeit. Wenn man nicht gerade sich so, wenn man sich nicht gerade blöd anstellt. Sagen wir es mal so. So, hier wollen wir natürlich auch wieder hoch. So, darüber. Manche Sprünge sehen einfach so unnatürlich aus, als das ist, man kann auch niemals im Leben so weit springen im Prinzip. Aber naja, es ist ein Spiel. Gell, es ist immer ein Spiel, muss man immer im Hinterkopf behalten. Flop. So, und dann öffnen wir mal das hier jetzt hier. Zack, umdrehen und reinstecken. Ah, und da läuft die Zeit auch. Jetzt haben wir noch eine gewisse Zeit hier durch diesen Raum, glaube ich, durchzukommen. Oder? Gab es hier nicht schon so ein Zeiträtsel? Aha, da geht's hoch, dann geht's nach rechts. Oh, Feuer, überall Feuer, Feuer, Feuer. Über die Statuen und da hinten ist unser Ziel. Da müssen wir hin. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich glaube, die Kamera hat uns da so ein bisschen das Ziel gewiesen. So, hier rüber. Dann müssen wir da geradeaus weiter rüber. Ach, das ist alles noch so einfach. Das ist wirklich nur das Problem, wenn man, glaube ich, irgendwie zwei, dreimal runterfällt, dann kann man es schon nicht mehr von der Zeit her in 8 Minuten schaffen. Ja, ich meine, wir haben jetzt schon auch wieder 2,5 Minuten. Das heißt, wir haben jetzt noch 2,5 Minuten circa. Ja, immer so ein bisschen. Immer die Zeit ein bisschen im Auge behalten. Ja, Feuer, aber egal, ich springe da jetzt einfach rüber. So, zack, hier rüber. Dann nach links. Wie man so schön gesehen hat, wir müssen ja nach ganz links rüber. Das ist nur logisch, dass man nach links läuft. So, und das Schwingding hier rüber. Immer schön geradeaus. Das ist noch, na, schön einfach. Ich bin so blöd dafür, ich schaff das immer nicht. Ja, das wäre sozusagen die punktische Spielweise. Dass ich immer sowas nicht schaffe. So, dass man sich hochhangeln. Ich wollte da eigentlich rüberspringen, aber irgendwie meint das Spiel gerade so, nö, du fällst lieber nach unten. Anstatt dass du dich darüber hangeln kannst. Und ich so, okay. Dann eben so. Die Steuerung macht sowieso, was sie will. So, können wir hier nochmal eine Etage höher gehen? Nein, wir müssen hier wirklich so rüberspringen. Und nach oben weiter. Zack, zack, zack. Das geht hier richtig zackig vonstatten. So, dann müssen wir hier hin. Und erst von diesem kleinen Vorsprung können wir natürlich auch erst da rüberspringen. So hin. Da ist noch eine Borgia-Flagge. Die wollen wir, wie gesagt, nicht. Hier rüber. Okay, ist doch ein bisschen größer, als ich es in Erinnerung habe. Jetzt muss man wieder ein bisschen sich umgucken. Da. Da sind die Wölfe. Pock! Barbaren. Das sind richtige Barbaren. So, eben gerade hat man links schon gesehen. Diese Rampe sieht hier so verführerisch aus. Oh, ne, von hier sind wir, glaube ich, gerade rausgekommen. Dann hat uns das Spiel einfach mal umgedreht. Genau, hier war das dann. Hier geht's dann weiter. Hier sind wir erstmal wieder auf der höheren Position. Soweit ich es sehe, müssen einmal eigentlich außen rum gehen. So, hierhin, dahin. Ich hoffe, ich bin jetzt nirgendwo falsch gegangen. Es sieht mit der Zeit ziemlich knapp aus. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich glaube, das schaffe ich in 8 Minuten gar nicht. So, hier rüber, darüber. Müssen wir uns an diesen Ring hier hangeln. Na, wir haben jetzt noch 1 Minute 49. Das wird ziemlich knapp, würde ich mal sagen. So, hier rüber. Zack. Komm schon, wir schaffen das. Glaubt an mich. Wenn ihr an mich glaubt, dann schafft das bestimmt.
Nun komme ich wieder hier hoch. Und einen Shortcut geöffnet. Und es hat zum Glück keiner der Wölfe gehört. Na, ein Glück. Sonst würden sie jetzt uns mit Scharen bestimmt angreifen. Wir sind immer in ihrem, in einer ihrer Basen. Da ist eine Truhe, aber die auf die Truhe verzichten auch gerade lieber, weil mir ist die Zeit gerade irgendwie ein bisschen wichtiger. Zack, hier rüber. Checkpoint erreicht. So, da drüben sieht es aus, als könnte man hier hochgehen. Na, okay, geht's nicht hoch. Aber hier. Da in der Mitte, genau. Jetzt spring doch einfach runter, anstatt dich da von Stück zu hangeln. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Die Zeit ist knapp. So. Hier hinspringen, dann darüber. Und dann müssen wir hier auch immer schön, immer ein Stück weiter hoch. Wir wollen immerhin hoch hinaus, ja? Das ist unser Ziel in allem. So. Und springen. Was ist das denn? Okay, jetzt schaffen wir es mit der Zeit erst gar nicht mehr. Oder? 36 Sekunden schaffen wir nicht mehr. Na super, ey. Obwohl ich nach vorne gedrückt habe, springt er einfach mal links. Ganz leicht links dran vorbei, als hätte er es nicht absichtlich gemacht, ey. Also typisch Ezio-Style ist das. Typisch Steuerung. Immer einen reinwirken, immer. Zack, hoch wieder. So, und diesmal springst du bitte genau dahin. Danke, Ezio, danke. Nicht geschafft. Gut, dann können wir uns jetzt auch Zeit lassen, dann ist es jetzt auch egal. Nicht geschafft. Nur weil es Ezio zu blöd war und dann einfach nochmal weggesprungen ist. Vielleicht hätten wir es sonst geschafft. Nee. Diese Steuerung in diesem Spiel, die bringt mich noch ins Grab irgendwann. Naja, nicht nur in diesem Spiel, hier im Assassin's Creed. Oh, dann spring nochmal halt rüber. Jetzt bin ich pisst. Jetzt bin ich traurig. Deswegen. Menno. So, zack. Da jetzt rüber, dann nochmal da rüber. Da oben ist noch eine Flagge. So. Ich hab geschafft und noch eine Abkürzung. Ja, für die Trottel, die immer über runterfallen. Ein Rückweg, wenn ich falle. Achso, da will er nicht rüberspringen, oder was? Würdest du bitte? Ja, jetzt will er auf einmal da rüberspringen. Jetzt ganz plötzlich, ne? Vorher immer so, nö, da springe ich nicht rüber. Aber dann doch letztendlich. Ah, das verstehe, wer will. Das verstehe, wer will. Zack, wie weiter hoch. Okay, wir hätten es auch so oder so nicht in der Zeit geschafft. Man darf sich hier in diesen Gebieten nicht einen kleinen Fehler erlauben. Weil sonst schafft man es automatisch schon nicht mehr. Und hier gibt's Reichtümer, aber Reichtümer. Ach ja. Und ganz zum Schluss looten wir erstmal die große Kiste da. Wir wollen jetzt erstmal das ganze Geld einsammeln. Und Tomaten, wir haben Tomaten gekriegt, ja. Bewerft sie mit Tomaten. Und wir gehen jetzt einfach aus diesem Versteck raus, ohne die Truhe dazu öffnen, würde ich mal sagen. Ne? Nein, natürlich nicht. Wir sammeln sie natürlich ein. Was mag da wohl drin sein? Da sehen wir doch gerne mit. So, ich lasse die Rüstung meiner Familie hier. Sicher eine der besten, die je angefertigt wurde. Möge sie dich, der du sie findest, im Kampf stärken. Andere Handschrift. Wir haben sie genommen und wieder hinter diese eiserne Tür gebracht. Die 6 Schlüssel, die sie öffnen, wurden unter unseren Brüdern verteilt. Wir werden sagen, sie kommen von Romulus und sie werden sie anbieten. Zoomen, um Bilddaten anzusehen. Zoomen. Ja, das ist die Brutus-Rüstung. Und Brutus sollte auch jedem ein Begriff sein von Caesar. Brutus, derjenige, der Caesars hintergangen hat. Und dieser ganz berühmte Spruch, ich weiß jetzt nicht, wie er lateinisch ist, auch gesagt wird hier, Brutus, nicht auch noch du. Oder wie ging der Brutus? Wie ging der Spruch? Irgendwie so in der Art, glaube ich, war das. Ja. Er wird sozusagen auch noch ein bisschen mehr geschichtliches Zeug aufgegriffen. Ich glaube, Brutus wird dann später auch noch als Assassine dargestellt, wenn ich mich recht entsinne. Irgendwie so in der Art. Ist eigentlich ganz cool, habe ich auch schon gesagt, wie sie reelle Geschichtsinformationen so in ihre Geschichte einbeben. Die Anhänger von Romulus. Diese Bande falscher Heiden terrorisiert die Stadt schon seit Monaten.
und treibt die Menschen in die Arme der Kirche. Wie praktisch. Genau. Ich vermute, die Borgia unterstützen sie. Doch Beweise dafür sind rar. Deshalb ist dieser Brief auch so wichtig. Hier ist er. Ich hoffe, ihr könnt ihn entziffern. Katzo! Schon wieder verschlüsselt. Dieser sollte doch eigentlich lesbar sein. Sie übermitteln sie mit einem Chiffrierblatt. Ohne das haben wir nichts. Manchmal ist Logik nicht der einzige Weg, eine Schlacht zu gewinnen. Andiamo, ihr sagtet, wir hätten Verbündete. Bringt mich zu ihnen. Folgt mir. Ja, die Mission ist auch lange nicht vorbei. So, kann ich das hier schon kaufen? Nein, wir müssen ja erstmal das Gebiet auch befreien. Oder? Ah, okay, wir müssen erstmal den Borgia-Turm machen. Ich habe aber gesagt, ich will den nicht angucken. Ja, ja, okay, da hinten ist er. Und hier überall das Aquädukt. Das Aquädukt finde ich auch total toll gemacht. So, wo das Wasser dann lang fließt. Aquädukto Claudia. Oh, nach Claudia benannt. Na, so ein Zufall aber auch. So, jetzt kriegen wir eine Einführung in diese Tunnel. Unsere schnellen Reisespots. Wir sind in letzter Zeit oft durch die Tunnel gewandert, um den Wachen auszuweichen. Aber viele der Eingänge in die Stadt sind zerstört. Durch diese Tunnel kommen wir schnell ans Ziel, ohne auf Widerstand zu treffen. Die Kanalisation von Rom. Ah, Renaissance-Kloake. Ah, super. So. Dieses Aquädukt hat natürlich auch einen Aussichtspunkt. Und ich glaube, diesen Aussichtspunkt kriegt man auch erst, wenn man das Aquädukt gekauft hat. Bin ich der Meinung. Weil das ist da oben und man kommt da auch irgendwie nur rauf, wenn man dieses gesamte Ding mal repariert hat. Aber es gibt hier irgendwo so ein paar Wege, wie man da hinkommt, aber das finde ich so ein bisschen assi, dass man dann noch nicht mal hier das schon mal erkunden kann irgendwie. Aber nun gut. Ich könnte jetzt noch ein bisschen rumgucken, aber ich glaube, das hat noch nichts gebracht, wenn ich jetzt hier rumgucke. Man sieht, man muss ja irgendwie von oben schon mal irgendwie drankommen. Man kann nicht von rechts drankommen. Da ist die Leiter. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo hier das Kaufschild war oder so. Mit dem hier. Architekt, dieses Gebäude steht noch nicht zum Kauf. Wir müssen erst den Borgia-Turm kaputt machen. Und dann kann man sich das Ding hier kaufen. Und da muss man irgendwo da hinten drauf springen und dann kann man, glaube ich, Stück für Stück dahin laufen. Gut, dann kümmern wir uns erstmal um den Borgia-Turm. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit. Ja, ja, muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Da steht noch so einer. Ah, eine Borgia-Turm können wir natürlich noch nicht machen, weil der noch außerhalb unserer Reichweite liegt. Erstmal so eingeschränkt in seinen Möglichkeiten. Unmöglich. Unmöglich ist das. Stimmt, das hat mich auch mal so ein bisschen genervt im Spiel. Aber da haben wir noch zum Beispiel so einen Schatz des Romulus. Ich weiß nicht, ob das der Brief ist oder ob man da die Schlüssel einsetzt. Ich glaube, da setzt man die Schlüssel ein. Auf jeden Fall liegt es auf dem Weg und kann man ja mal dran vorbeilaufen. Vielleicht bringt es ja was. Aber ich setze eigentlich lieber die Schlüssel mal mit einmal ein, anstatt Stück für Stück. Aber euch zuliebe würde ich es natürlich sofort machen, dass wir da alles einsetzen. Ach ja, und wir laufen und laufen und laufen. Dun, dun, dun. Ja, ich bin doch schon wieder richtig gut in Fahrt, muss ich sagen. Ich bin gerade wieder so ein bisschen angefixt, Assassin's Creed zu spielen. Trotz der Steuerungsprobleme und ähnliches schaffen wir das natürlich locker. Aber ich muss natürlich auch gucken, dass ich heute nicht den ganzen Tag nur in Assassin's Creed sitze, sondern dass ich auch noch ein anderes Spiel zum Laufen kriege. Und das müsste ich eigentlich auch nebenbei ein bisschen downloaden, weil das habe ich noch nicht vorbereitet. Und es ärgert mich auch so sehr, dass ich das mit Star Wars Battlefront nicht hingekriegt habe. Ich hatte ja noch vorher noch eine Bonus-Episode zu Star Wars Battlefront 2 zu machen. Aber irgendwie meint das Spiel so, nö. Die Mods akzeptiere ich nicht. Ja, nö, das will ich nicht machen. Dass du denkst, das kannst du machen? Ach, nö, das machst du jetzt nicht. Ich kann auch nur sagen, nun, ja, okay. Oh. naja. Wir können uns jetzt auch wenigstens mal hier wieder ein paar Sachen leisten. Wir haben ja jetzt hier ein bisschen Geld. Wir müssen auch nochmal zu der Bank gehen und das Geld abheben. Wie viel kostet denn dieses Tempio di Antonimino? Können wir uns das denn schon irgendwie leisten? Oder zumindest können wir uns das mit dem Tunnel für 350 leisten. So, zack. Unser ist meins. So. Ja, los.
Lass dich bewegen, Ezio. Na, geht doch. 29.000. Nein, das machen wir nicht. Das ist zu teuer. Das ist viel zu teuer. Divionale, ja. Yeah. Das ist eigentlich eine tolle Sprache, Italienisch. Ich würde auch gerne Italienisch können. Das ist irgendwie so. Das klingt immer so leidenschaftlich einfach. Mit von der Betonung her und sowas. Aber ich bin nicht so sprachenbewandert. Ich kann das auch nicht so gut, leider. Ich sitze ja schon seit Ewigkeiten daran, um meine Japanischkenntnisse zu verbessern und komme einfach nicht dazu. Das ist genauso wie mit dem Aufnehmen. Man muss erstmal irgendwie einen Termin haben und Sprachen. Wenn man Sprache nicht spricht, dann kann man es eh vergessen, die zu lernen. Sprachen wollen gesprochen werden. Ansonsten behält man sie auch nicht im Gedächtnis. Dann kann man die Sprache noch vorher noch so gut gekonnt haben. Deswegen vergisst man auch das wesentlich öfters, weil man benutzt die Sprache einfach nicht mehr so. Nicht zu jeder Gelegenheit. Nein, keine Bettler! So verpisse sie sich! Okay, ich komme da oben eh nicht gerade hin. Ich habe auch keine Lust, jetzt außen rum zu gehen. Wir gehen jetzt direkt zur Mission. So, das hat das Spiel jetzt davon. Jetzt, nö. Da kann sie sich jetzt auch so gut anbieten. Wir sagen jetzt einfach, nein. Wir machen die Quests weiter. Ich habe das Gefühl, ich bin falsch gelaufen. Verdammt. Wie komme ich da am besten hin? Rechts rum am besten. Am besten wieder direkt über die Brücke zurückgehen. Oder über diesen Takelagengang da. Oder diese Takelage, die da zwischen den Häusern gespannt ist. Warum auch immer hier so eine Takelage spannt. So. Zack, schön rüber da. Hier können wir noch jede Menge kaufen. Ich glaube, ja, wir erklimmen erstmal diesen Turm hier. Das sieht ganz nach unserem... Na, ich sag noch nicht zu viel aus. So, großer Turm, da ist ein Taubenschlag. Da unten ist eine Bank, wo wir unser Geld gleich abheben können. Ich will die Flagge nicht einsammeln. Nein. Die Flaggen will ich einfach nicht. Genauso wenig wie die Federn. Ich versuche, mein Ziel ist es, das Spiel durchzuspielen, ohne eine Flagge oder eine Feder einzusammeln. Das nehme ich mir jetzt so ein kleines bisschen als Challenge. Dass ich sie nicht aus Versehen einsammeln oder ähnliches. Guckt euch mal diese schöne Umgebung an. Und da der Adler. Das sah gerade so aus, als hätte da jemand gehangen. Mitten in der Luft. Ne, wir gehen hier noch nicht rein. Nein, Ezio! Ein Glück, dass da Wasser ist. Ich dachte schon, jetzt kommt kein Todessprung. Jetzt bin ich tot, wenn ich von oben runterspringe. Na, mal ein Glück gehabt, ey. Das ist mit der Steuerung, ne? Das ist alles Teil der Steuerung, dass man das sowas hier passiert. Finde ich persönlich einfach unmöglich. 1230 zum Renovieren. Und dann nehmen wir erstmal gleich 1000 mit von der Bank. Jetzt kriegen wir 2248 pro 20 Minuten. Ja, er wird bestimmt bezahlen, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. So, Investitionen. 877, sicherer Gewinn. Investieren wir nochmal ein bisschen Geld. So. Geld abheben. Jetzt haben wir 7600 Florin. Ist das nicht abgefahren? Und diese Läden hier, die sollten auch am besten alle kaufen, weil die sind... Naja, ne? Werdet ihr schon sehen. Das werdet ihr schon sehen. Sind eine der Hauptläden, kann man mal so sagen. Hm? Ach, das ist das Hammer-Symbol. Hier gibt's irgendwas. So, was gibt's denn hier? Geschäftsaufträge. Treue. Dieses Geschäftsauftrag beenden, um das Offiziersschwert freizuschalten. Terrakotta-Gefäß, Totems und buddhistische Gebetsbücher brauchen wir dafür. Vorher können wir das hier noch nicht fertig machen. Das ist nämlich, das sind so diese kleinen Nebenmissionen. Auch unter anderem neben den, ich muss 5 Minuten warten, um irgendwelche Mats zu kriegen und sowas. Venedita. So, wir haben einen Arzt zurückgeschaltet und da ist ein Dieb. Ich glaube, wir müssen mal den Dieb fangen. Kriegen wir ein bisschen Geld. Und eine Tomate haben wir gekriegt. Und haben ihn erstmal 500 Florin abgezockt. Wir haben den Dieb beklaut. So, die Schatzkarte holen wir uns jetzt, glaube ich, auch erstmal. Oder wir kaufen uns erstmal die Geschäfte, bevor wir jetzt irgendwelche Materialien kaufen. So. 1080 Florin. Ja, immer her damit. Können wir gut gebrauchen. So,
Wir müssen auf jeden Fall erstmal unser Einkommen ziemlich deutlich pushen. Eine Schärpe aus feinster Atlasseide würde eure fade Tracht sicherlich beleben. Ja, sicherlich beleben. Ja, das glaube ich ja. 900 Florin. Zack, hier gibt es auch nochmal einen Auftrag, den man durchführen kann. Was hat denn die Malerei hier? Da kann man ja auch nochmal gleich gucken. So. Schatzkarten. Gesendro Schatzkarte 1. Wird gekauft. So, den Geschäftsauftrag beenden, um den Gegenstand freizuschalten. Ember, Papaver, Silvato und Pamanda. So, habe ich irgendwas, was ich verkaufen kann? Ich weiß nicht, was ich hier alles überhaupt erstmal verkaufen kann wieder. Deswegen behalte ich das Zeug erstmal, glaube ich. Ich weiß auch nicht, ob es so gut war, dass wir den Blutegel verkauft haben, ob wir den vielleicht für Doktormissionen brauchen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ah, und da ist noch eine Schatztruhe. Die holen wir uns jetzt noch schnell. So. Und dann würde ich auch schon mal sagen, ne, wieder danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und Totem. Das war's an mir, euren Punkt. Tschüssi.